deswegen liebe ich Hamburg. Deswegen, ja, geil. Guck mal, ja, Hammer. Na, jetzt fahr halt zu, du blöde Amsel, du! Das war eine Frau, hast du das gesehen? Ach, so ein blödes Rimpfi. Links. Was ist mit ihm? Hat der keinen Blinker? Hey, hast du keinen Blinker, du Depp? Was ist jetzt? Ab nach hinten. Was? Männer springen, Herr Fuchs. Sie buhlen hier nur um Aufmerksamkeit. Halten Sie den Mund! Philipp! Lass mich mal, das nennt sich paradoxe Intervention. Es ist mir ganz egal, wie du das nennst. Ich habe die Verantwortung. Ja? Bitte, dann verhandel du das doch mit dem. Reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen, ja? Hey, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Herr Gott noch mal, sag mal, machst du eigentlich irgendetwas noch richtig? Oder gehörst du zu denen, die was dagegen haben, im Licht zu stehen? Ach du Scheiße. Jan, hier bin ich. Ja. Alter, was machst du denn da unten? Oh, mich verstecken, was denn sonst? Wäre es nicht leichter gewesen, die Hochzeit einfach abzusagen? Ich wollte immer schon mal wissen, wie es sich anfühlt, bis zum Hals in der Scheiße zu sitzen. Mo. Ich will die schmutzigen Details, und zwar alle. Weißt du, deine Bemutterung, du machst mich noch wahnsinnig. Eine Bemutterung? Ständig wuselst du um einen rum, hier. Hast du irgendeine Ahnung davon, wie schwer das ist mit so einem herrischen Chef wie dir? Ja, stimmt was nicht. Guck mal, Doktor. Was gucken Sie mich so an? Alles klar, oder? Mann! Mit der Nullfahrt gefahren. Ja. Halten Sie diese Frau fest! Warten Sie bitte! Bleiben Sie bitte stehen! Haben Sie die Bestie vom Empfang eingemauert? Na, 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 na. Die Türken habt so einen feinen Sinn für Humor. Ihr Bestien aber auch. Weißt du, was ich an dir mag? Nein. Ich auch nicht. Hast du Angst vom MRT? Ich hab doch keine Angst vor einem Gerät. Kontrollverlust? Begib sie nicht gerne fremde Hände. Ja. Aha. Ich sag Wolle Bescheid. Ich sammle die beiden mal eben ein, ja? Los, komm, auf geht's. Eiersalat. Keine Angst, das tut nur ein bisschen weh. Und wenn es hart auf hart kommt, dann... Wollen wir? Ja, Impotenz. Das bringt die Biene wieder auf die Blüte. Wer ist das? Du wirst es kaum glauben, aber das ist Franzis Vater. Ist doch wie aus dem Gesicht geschnitten. Sind Sie da mal den Beatles begegnet? Wem? Den Beatles. Ach so, ja, diese amerikanische Kapelle. Ja, ja, ja. Da, da, da. Englisch, aber das ist, glaube ich, egal. Help, I need somebody help, not just anybody. Hey Tarek, was heißt eigentlich Happy End auf Türkisch? Dreimal darfst du raten. Na? Happy End. Oh Mann. Happy End.